Ist das für uns? Nein, nur für dich. Was ist das? Eine Menschenfalle. Damit hat man früher Wilderer gefangen. Grüß dich, Amy. Grüß dich, Charlie. Wo soll das Ding hin, Mrs. Sumner? Oh, auf den Rücksitz. Es ist aber sehr schwer. Wundert mich, dass du dich noch an mich erinnerst, Amy. Und wo soll es im Haus hin, Amy? Wo du willst. Es ist dein Geburtstagsgeschenk. Wer soll denn in die Falle rein? Du. Das wundert dich? Wieso? So lange kann es doch kaum her sein. Es war in den Sommerferien, vor 6 Jahren. David, das ist ein alter Freund von mir, Charlie Venner. Mein Mann, David Sumner. Guten Tag, Mr. Venner. Bitte nennen Sie mich doch Charlie. Arbeiten Sie hier im Dorf? Ja, manchmal. Können Sie bitte mit anfassen? Ja. David ist Mathematiker. Was machen Sie hier im Dorf? Ich suche Ruhe und Frieden. Ach, Sie sind Rechenlehrer. Nein, ich bin... Nein? Er schreibt ein Buch. Es handelt von der Computeranalyse der astralen Strukturen. Ja, ja, so ungefähr. Bitte stell das auch in den Kofferraum. Ich mach das schon. Danke. Vielleicht könnte Charlie uns helfen bei dem Garagendach. Ja, das ist eine gute Idee, dieser Norman. Wie heißt er doch? Scott. Ja, der scheint ja ewig zu brauchen. Bobby und ich, wir können doch mithelfen. Ich bring meinen Vetter Bertie noch mit und dann machen wir in die Garage fertig. Ja, und der Kostenpunkt? Ein Freundschaftspreis. Sehr gut, danke. Wir wohnen... Draußen in Trenches Farm. Wir kommen hin, Sir. Gut, sehr gut. Wo willst du hin? David! Wo gehst du hin? Zigaretten kaufen. Ach, Zigaretten. Ein paar Schachteln und Zigaretten, bitte. Amerikanische, wenn's geht. Also, meine Herren, die Stunde ist um. Trinken Sie bitte allmählich aus und bringen Sie mir die Gläser an die Bar. Henry Niles. Sollte er nicht in eine Anstalt gebracht werden? Auf unsere Leute können wir allein Acht geben. Damit werden wir schon fertig. Weißt du noch, wie ich mit dir fertig geworden bin? Bist du nicht. Hast du es vergessen? Es hat mal eine Zeit gegeben, Mrs. Sumner, wo du auf deinen Knien darum gebettelt hast. Nimm deine Hand da weg. Austrinken, meine Herren. Bitte austrinken. Die Zeit ist um. Bringen Sie mir die Gläser. Na, Harry? Ich glaube, ich trinke noch eins, bevor ich gehe. Entschuldige, mein Onkel meint's nicht so, Harry. Hat schon wieder ein Glas zu viel getrunken. Ja, entschuldigen Sie bitte, Mr. Harry Ware. Ich zahle dafür die Zigaretten von dem Amerikaner. Nein, vielen Dank, das ist doch nicht nötig. Wenn Sie nicht wollen, dann nicht, Sir. Ist die Garage bald fertig? Macht Norman seine Sache gut? Ja. Und ich bezahle das kaputte Glas. Ich bezahle auch das Tuch und das Pflaster, womit er sich die Hand verbindet. Aber bevor ich heute Mittag nach Hause gehe, möchte ich noch ein Bier haben. Die Bar ist geschlossen, Tom. Oh. Komm, lass ihn in Frieden. Sie ist also geschlossen. Wollen wir sehen, ob sie geschlossen ist? Das wollen wir doch mal sehen. Komm, halte die Ruhe. Halt, hast du gesagt. Bist du auf! Was? So, das genügt, Tom. Nun haben Sie Ihren Spaß gehabt. Bezahlen Sie und machen Sie, dass Sie rauskommen. Na,
Entschuldigen Sie bitte vielmals, Mr. Friedensrichter. Aber so bin ich nun mal. Was habe ich zu zahlen? Ein Pfund, alles zusammen. Also, Harry, ich zahle 30 Schilling freiwillig. Sind Sie einverstanden, Major? Gehen Sie nach Hause, Tom, ja? Oder Sie bekommen schon wieder eine Klage an den Hals. Kommt, Jungs, die Arbeit wartet. Wir sehen uns heute Abend, Harry. Ja, bis dann, Tom. Na, dem habe ich's gegeben. Ja, das kann man so sagen. Die sind schon bezahlt, Sir. Ja, jetzt. Freund Charlie? Ja. Hattest du mit diesem Charlie mal was? Sei nicht so neugierig. Ob du mal was mit ihm gehabt hast? Nein, natürlich nicht. Na? Lass mich los, sonst weich in die Büsche. Hör auf! Erzähl's mir! Hör auf oder ich muss heilen. Ich will's doch bloß wissen. Überhaupt nicht. Sag's mir! Hör auf! Ich sag es dir! Du hast es so gewollt! Na los! Lass das sein, fahr weiter! Amy, hör auf! Hör Wenn auf! Wenn du es unbedingt wissen willst... Lass das! Feigling! Du bist ja verrückt! Hast du Angst vor Völlig mir? Völlig verrückt! Ich denke, du willst es wissen! Übrigens, David! Ja? Wenn er wollte, gern mit mir was anfangen. Ja? Und? Er hat's nicht geschafft. Oh. 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 Sie kriegen morgen ein bisschen Unterstützung. Charles Wenner und sein Vetter kommen Ihnen helfen beim Dachdecken. Wir haben die Garage fertig, bevor Chris die Ratten rauskommt. Guten Tag, Miss. Chris? Ja, Chris. Ah ja, Mr. Corsi. Der Rattenfänger. Soll ich mit anfassen, Sir? Ja. Das ist richtig antik, Sir. Schwer zu kriegen. Ja, meine Frau sammelt sowas. Ja. Aber hängen bleibt's an mir. Zu groß, Sir, für das, was ich jage. Da schlüpfen Sie durch. Na, wer weiß. Gefällt's Ihnen hier, Sir? Ja, ganz besonders. In den Staaten soll ja ziemlich viel los sein, Sir. Haben Sie was miterlebt, Sir? Bomben, Demonstrationen, Heckenschützen, Erschießen von Schwarzen, hä? Da soll sich ja niemand mehr auf die Straße trauen. Haben Sie das erlebt, Sir? Ich meine, waren Sie dabei? Als jemand erstochen wurde? Außer im Fernsehen habe ich's nie gesehen. Würden Sie das da abstellen, bitte? Da. Nein, ich bin richtig froh, dass ich hier bin in dieser Ruhe. Die Luft, die man hier atmet, ist frisch und das Wasser, das man trinkt, kommt nicht aus der Flasche. In unseren Flaschen ist was anderes als Wasser drin, Sir. Also, die beiden kommen morgen raus und werden Ihnen helfen. Hast du es dir überlegt, Norman? Nein, 10 Monate Knast genügen mir. Und das, wofür es sich lohnt? Nein. Außer dem hier. Du
Blöder Hund, du. Das merkt ihr gar nicht. Ein Dutzend hat die davon oder mehr. Voller Parfum. Gefällt dir mein Talisman? Scheiß drauf. Das, was reingehört, wäre mir lieber. Ja, ein bisschen was davon hätte ich auch ganz gerne, Normie. Charlie Renner. Der hat sie mal genossen. Vor Jahren, als sie damals mit ihrem Vater hier war. Renner lügt, diese blöde Sau. Und du lügst auch. Stell deine Fallen, verpass es ihnen allen. Kitty, Kitty, wo bist du denn? Komm, Kitty. Kitty! Kitty, Kitty, Kitty. Willst du was trinken? Ich kann die Katze nicht finden. Sie hört auch auf mich nicht. Und ich? Wehe dir, wenn nicht. Warum hast du diesen Charlie engagiert? Du hast ihn engagiert. Nicht ich. Kitty! Wenn sie in meinem Arbeitszimmer ist, bringe ich sie um. Was? Nichts. Das deines Vaters Sessel? Alle Sessel waren meines Vaters Sessel. War eine gute Idee, herzukommen. Was ist denn los mit dir? Küss mich. Küss mich. Ein Küss wildes mich. Tier bist du. Warum hast du den Heizofen aus dem Arbeitszimmer genommen? Weil ich ihn oben brauche. Gut, ich brauche ihn oben nicht. Ja, es ist verdammt kalt da drin. Ja, nur nicht zu lange. Sonst denkt mein Mann noch, alle Engländer seien faul. Was kann ich ihm helfen? Gab's denn so viel zu lachen mit den beiden? Eigentlich nichts. Die finden dich nur seltsam. Weil ich Amerikaner bin, deshalb? Nein, nein. Nein. Einfach nur seltsam. Findest du mich auch seltsam? Ja, manchmal. Du benimmst dich, als wärst du 14. Ich bin ja auch 14. Wie wär's denn mit 12? Ja. Oder mit 8? Ich bin gerade scharf auf 8-Jährige. David! Hä? Holst du mir bitte Salat? Ja. Und bring den verdammten Toaster in Ordnung.
da rein, als ob ich noch auf der Volksschule wäre. So was Albernes. Nicht zu fassen. Wir machen Schluss für heute, Mr. Sumner. Mr. Ridaway nimmt uns im Auto mit. Gut. Ach, was ich Ihnen und Ihrer Frau noch sagen wollte. Es kommt Ihnen vielleicht komisch vor, aber ich verstehe Ratten eigentlich besser, als ich Menschen verstehe. Und das, obwohl ich davon lebe, dass ich sie töte. Ihr Tod ist mein Lebensunterhalt. Stell deine Fallen, verpass es Ihnen allen. Das bin ich, Chris Corsi. Ohne die Ratten wäre ich aufgeschmissen, das ist wahr. Ehrlich, und hier dagegen gibt's viele Ratten. Mr. Sumner! Ratten bedeuten Leben. Los, schlaf nicht ein, du vollgefressener Bock. Hast dich rumgedreht? Bist wieder bei deinem fetten Schaf gewesen? Major. Na, Major. Na, Major. Guten Abend. Wie wär's, Major? Darf ich Sie heute zu einem Bier einladen? Nein, danke, Tom. Ich bezahle lieber selbst. Sonst kämen wir heute Abend hier nicht mehr raus. Das wissen Sie doch. Ja, das weiß ich, Major. Danke, Harry. Guten Abend, John. Guten Abend, Sir. John, machst du mit? Ja. Hol dir ein paar. Ich möchte einen irischen. John, halt! Komm her zu mir! Da musst du schon was spendieren, Tom. In deinem Fall nicht. Dein Bruder. Er ist wieder bei den Mädchen herumgeschlichen. Wenn du nicht besser auf ihn aufpassen kannst, müssen wir ihn einsperren lassen. Er hat nichts gemacht, Pa. Er hat ihm nur ein bisschen den Ball zugeworfen. Ein bisschen ist schon zu viel bei dem Typ. Sei vorsichtig, Norman. Keine Sorge, John, ich bin vorsichtig. Pass du nur auf deinen Bruder auf, sonst müssen wir das erledigen. Wenn mein Bruder noch mal was anstellt, irgendwas, dann werde ich selber ihn einsperren lassen. Donnerstag um 22.10 Uhr bei Vox. David, wie viele Stunden willst du noch arbeiten? Hast du mir einen Schreck eingejagt? Beobachtest du die beiden? Ich guck nur so. Gefällt dir wohl? Ich finde ihn süß. Willst du was essen? Eine Tomate? Nein! Eine Pampelmuse? Wie geht's? Du bist dran. Immer noch? Schach. Ist das dein Ernst, David? Dieser Zug beweist, dass Schwarz sich in Gefahr befindet. Schwarz hat keine Möglichkeit mehr, seine Figuren in Angriffspositionen zu bringen. Also muss Schwarz sich zurückziehen. Um wenigstens den Restbestand seiner Truppen zu retten. Wenn es noch zwei Bauern verliert, braucht Weiß nur mit Hilfe des Turms. Du,
Ich ziehe mich aus, mache meine Gymnastik und bin im Bett, bevor du deinen nächsten Zug machst. Wollen wir wetten? Na los, beeil dich. Ah, nicht mogeln. Brauche ich gar nicht. David! Aha! Jetzt habe ich's. Nein, 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 David, Augenblick. Du bist noch nicht fertig, du mogelst. Das waren noch keine 100. Natürlich waren das 100. Ich habe doppelt gezählt. Los, mach deinen Zug. Wenn du doppelt zählst, habe ich mehr Zeit. Na komm, mach deinen Zug. Habe ich doppelt so lange Zeit. Na komm. Wie wär's mit den Bauern? Nein. Gar nicht so einfach, nicht? Ganz gemein. Einen Augenblick noch. So, bitte. Ja, jetzt habe ich's. So, jetzt bist du dran. Moment. Was machst du denn da? Ich mach die Armbanduhr ab, du Tier. Bist du fertig? Was soll das? Willst du mich erschrecken? Den Wecker ziehe ich nur auf. Bist du fertig? Warte mal. Was hast du denn jetzt schon wieder? Was machst du? David! Komm mal. David, was machst du da unten? Da muss noch eine Schachfigur sein. Hast du sie gefunden? Sieh du mal nach. Hast du sie gefunden? Warte, 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 ich helfe dir lieber suchen. Hilfe! Wo soll die denn sein, die Figur? Warte, warte. Hast du sie gefunden, ja? Nein, ich habe gar nichts gefunden. Ah, ich glaube, es ist ein Turm. Nein. David, ja? Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Sei nicht so gemein zu mir, wo ich dir doch nur helfen will. Wenn du mir helfen willst, dann sorge dafür, dass deine Freunde endlich fertig werden mit der Garage und dem Rattenfangen. Sorge dafür, dass sie fertig werden. Ja. Und bring die Toilette in Ordnung. Mach die Küche sauber. Das wäre eine phänomenale Hilfe. Ich liebe dich, Amy, aber ich bitte dich, lass mich jetzt in Frieden. Gut. Ich lass dich in Frieden mit deiner Tafel und mit deinen Büchern. Dieses Spiel zu spielen. Tu es nicht. Tu es nicht, bitte, Amy.